Oh mein Gott, ich bin mir sicher, von dieser Limited Edition wollt ihr alles haben. Hier sind einfach so schöne Produkte mit bei, die einen zurück in die Kindheit versetzen. Und es wird sogar ein Gewinnspiel geben, also dranbleiben lohnt sich. Es geht um die neue Kollektion von Catrice, inspiriert von My Little Pony. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt noch My Little Pony? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es versetzt mich direkt zurück in meine Kindheit. Gefühlt hatte jeder damals in meiner Schule My Little Pony. Und My Little Pony, die limitierte Edition, feiert 40-jährigen Geburtstag und es gibt so coole Produkte, die wir hier jetzt im Video einmal zusammen testen werden. Ich starte einfach mal mit meinem persönlichen Favoriten, ne? Beziehungsweise es kommt noch ein Favorit, aber das ist auf jeden Fall Favorit Platz 1, diese süße Lidschattenpalette mit dem Pegasus Pony vorne mit drauf. Und wenn ihr diese Lidschattenpalette anfasst, finde ich, wird man sofort an das Material von My Little Pony erinnert, denn es hatte auch dieses gleiche matte Material. Und wirklich, wenn man über diese Palette fasst, dann bekomme ich direkt so ein Flashback, wie sich das früher immer angefühlt hat. Das ist wirklich so ein Gefühl, was ich, glaube ich, nie vergessen werde. Hier sind 12 verschiedene, wirklich sehr harmonisch, finde ich, abgestimmte Farben, die wirklich perfekt zueinander passen und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Es sind zarte Pastelltöne in der Lidschattenpalette, aber auch kräftige, leuchtende Töne. Ganz unterschiedliche Texturen sind mit bei, entweder matt oder schimmernd. Also man kann eine Vielfalt an verschiedenen Looks damit schminken. Und was definitiv ein großer Pluspunkt für mich ist, ist der integrierte Spiegel in der Palette. Ich werde jetzt mal so einen sehr schnellen Look schminken, der auch perfekt für den Alltag angewendet werden kann. Ihr könnt ja einfach mit den Farben hier wechseln, die sich hier drin befinden. Ich mache jetzt mal ein bisschen was Frühlingshafteres und nehme die Farbe Cotton Candy. Das ist so ein wunderschönes, mattes, zartes Rosa. Und diese Farbe gebe ich hier auf das komplette bewegliche Lid. Kann man auch, wie ihr seht, gut mit als Base arbeiten, weil der Farbton jetzt schön hell ist und vor allem, wie man es auch nicht anders von Catrice kennt, so richtig deckend ist. Ich habe keine Lidschattenbasis oder so aufgetragen, sondern es sind wirklich die Lidschatten, die komplett alles hier abdecken. Also man sieht keine Äderchen mehr, nichts. Ich habe erst überlegt, ob wir so einen kleinen Pop setzen mit Firefly, weil für diese Pops ist diese Palette ja wirklich sehr gut geeignet, weil hier auch verschiedene kräftigere, satte Farben mit drin sind. Oder ich nehme die Farbe Skydancer, dieses Gelb. Und ich glaube, weil ich sehr selten etwas immer mit gelblichen Tönen schminke, weil die auch sehr selten immer in Lidschattenpaletten sind, gebe ich diesen Farbton hier jetzt einfach mal unten entlang an der unteren Wasserlinie auf, damit wir halt wirklich ein bisschen schlichter und natürlicher bleiben und das eher so ein frühlingshafter Alltagslook wird. Und Firefly werde ich jetzt einfach nochmal oben entlang auftragen. Nur so ein ganz kleiner Farbakzent, dass es halt quasi so der nächste Pop ist, den wir setzen. Und das war es dann auch schon. Also viel mehr werde ich jetzt gar nicht mehr von der Palette nehmen, denn ich finde, das ist halt wirklich ein richtig schöner, mal anderer Alltagslook, den man verwenden kann. Ich trage jetzt einfach mal Eyeliner und Mascara auf, damit ihr das fertige Ergebnis sehen könnt. Et voilà. Und ich habe mich letztens auch ein bisschen ausprobiert, weil ich die Lidschattenpalette so süß finde. Und man kann halt echt unterschiedliche Looks damit schminken. Ich hatte jetzt letztens eher so einen auffälligeren blauen lila Look geschminkt, den ich auch sehr schön finde. Und jetzt geht es magisch weiter, denn es gibt hier auch noch den My Little Pony Lip and Cheek Activator. Und der ist jetzt hier von außen, wie ihr seht, schon an einem wunderschönen schwarz-weiß matt mit My Little Pony Design gehalten. Es kommt in einem sehr praktischen Stiftformat und das Produkt ist so magisch, denn es hat, wie man vielleicht sieht, eine transparente Textur. Und diese Textur verwandelt sich bei Kontakt mit der Haut in einen sehr individuellen Pinkton, der bei mir halt wirklich sehr schön ist, finde ich. Entweder man macht das hier mit den Fingern und verblendet das Ganze, oder man kann sich auch einen Pinsel zur Hilfe nehmen. Und dazu werden wir später auch nochmal in diesem Video kommen. Aber das bringt auf jeden Fall so einen richtig schönen, gesunden Glow auf die Wangen. Ich liebe ja immer das Ergebnis mit Blush. Und ich glaube, da habe ich euch auch nicht zu viel versprochen, wenn das mal wirklich ein sehr anderes, magisches Produkt ist. Das kann man, wie gesagt, hier auch auf den Lippen verwenden. Hat auch den Vorteil, dass es dann halt perfekt harmonisiert vom Farbton her, also mit den Wangenknochen. Und ihr habt halt Lippenstift und Rouge in einem Produkt vereint. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen zweiten Highlight aus der Limited Edition, und zwar diesem Highlighter. Das ist der My Little Pony Highlighter. Ich finde, die Verpackung ist jetzt schon perfekt für alle Beauty-Lover. Wie schön sieht diese Verpackung einfach mal bitte aus. Und der Highlighter selbst ist inspiriert an der wilden Ponymähne des My Little Ponys. Ist so ein ganz leichtes Zartrosa von der Farbnuance und harmoniert übrigens mit allen Hauttypen perfekt. Hier ist auch wieder ein kleiner Spiegel mit integriert, was mega cool ist. Und ich habe die Produkte ja alle schon getestet, deswegen weiß ich jetzt genau, was uns erwarten wird. Das ist einfach wirklich Next Level. Dieser Highlighter
gibt so einen krassen Glow auf die Haut und ich habe jetzt nur eine kleine Schicht genommen, ne? Also das reicht jetzt auch vollkommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf die Nase auftragen, das mag ich ja persönlich immer ganz gerne, hier auch noch zu highlighten. Aber wie man sieht, der ist so krass glowy und macht so ein frisches Aussehen. Und ich habe euch natürlich auch nicht vergessen, wir kommen jetzt auch gleich zum Gewinnspiel. Aber ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, was ich auf den Nägeln habe. Denn die strahlen ja auch so in einem wunderschönen Pastell-Mintgrün. Denn es gibt wunderschöne Nagellacke in Pastell. Und zwar die My Little Pony Nail Lacker, die auch wieder inspiriert sind vom Design von My Little Pony. Wirklich sehr süß wieder gehalten. Es gibt insgesamt vier Nagellacke und wie ich ja eben schon gesagt habe, in wunderschönen Pastelltönen, die für mich wirklich perfekt für den Frühling gemacht sind. Ich persönlich mag es halt auch voll gerne, wenn man auf jedem Nagel einfach eine andere Farbe macht. Das habe ich nämlich auch schon einmal hier als kleine Inspiration für euch lackiert, damit ihr das einmal sehen könnt. Es gibt nämlich einmal ein Mintgrün, ein Hellblau, ein Pfirsich und ein Pink. Und die Nagellacke sind wirklich sehr deckt. Mit einer Schicht ist man da wirklich schon gut aufgehoben, finde ich. Und ihr könnt mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Farbe von den Nagellacken euer Favorite ist. Ich glaube, mein persönliches Favorite ist das Mintgrün, was ich jetzt ja auch gerade komplett auf den Nägeln gemacht habe. Und ihr habt ja gerade auch schon gesehen, dass ich mich die ganze Zeit fleißig mit verschiedenen Pinseln geschminkt habe, die nämlich auch aus der neuen Kollektion von Catrice inspiriert von My Little Pony stammen. Es gibt hier einmal ein My Little Pony Brush Set mit einer Bag passend dazu. Und hier befinden sich einmal ein Highlighter Brush, ein Shading Brush und ein Blender Brush in diesem Set. Und die My Little Pony Tasche ist auch wieder mit dem süßen Pegasus Pony als Aufdruck. Und ihr habt ja auch gerade schon gesehen, wie perfekt sich auch der Lidschatten mit dem Pinsel auftragen lassen hat. Also das ging wirklich in einem Rutsch. Und auch den Highlighter Pinsel, den ich ja eben auch ein bisschen für die Cheeks entfremdet habe. Also man kann die Pinsel auf jeden Fall so nutzen, wie es einem gefällt. Aber ich muss auch dazu erwähnen, dass die Bag mit dem Brush Set online exclusive ist. Und dieses Brush Set mit Bag gehört auch zum Gewinnspiel, denn es wird tatsächlich fünf Gewinner geben, die einmal die wunderschöne Lidschattenpalette gewinnen können, die ich euch ja auch eben im Video vorgestellt habe, mit dem Brush Set und der Bag. Also fünf Gewinner können jeweils ein solches Set gewinnen im Zeitraum vom 21.02. bis 24.02. Und alles, was ihr dafür tun braucht, ist einfach in die Kommentare im Zeitraum vom 21.02. bis 24.02. zu schreiben, welches Produkt euer Lieblingsprodukt aus der Limited Edition ist. Ich bin gespannt, ob ihr auch der Meinung seid, dass die Kollektion ein absolutes Must-Have ist. Es sind einfach wunderschöne Produkte mit bei, wie ich finde. Und denkt dran, die My Little Pony Edition ist ab März erhältlich.